Hey Leute, willkommen zurück bei City Skylines. Genau hier haben wir beim letzten Mal aufgehört. Wir haben noch so ein paar schöne U-Bahn-Stationen gebaut. Und verbinden die jetzt alle nochmal miteinander. Da haben wir nochmal eine kleine Route. Ach, nehmen wir die hier hinten mal mit. Dahin, dahin. Ganz so weit würde ich die nicht fahren lassen wollen, eigentlich. Ja, komm, dann fahren wir so. Machen wir noch eine neue Linie klar. Die fährt dann diesmal direkt hier hinten rum. Kann ja ein bisschen anders fahren von mir aus. So. Naja, haben wir noch ein bisschen was für die U-Bahn gebaut. Wird schon gut gehen. Ist ganz schön was los, oder? Guck mal, wo die Leute überall langlaufen. Naja, wir wollten ja noch eine Autobahn bauen. Ach ja, wir können auch noch, das fällt mir gerade ein. Das eine Gebiet haben wir schon erweitert. Können wir eigentlich auch eins draus machen. Naja, hier oben müssen wir auch nochmal ein Gebiet draus machen. Was ist los? Wieso habt ihr keinen Strom? Ach so, ja, wegen den Müllverbrennungsanlagen, alles klar. Reicht natürlich nicht ganz. Reicht das hier drüben? Haut das hin? Ja. Okay, das reicht, wenn es irgendwie gerade so die blaue Grenze berührt. Wunderbar. Hier oben ist uns ein Gebäude komplett weggebrannt. Das müssen wir mal abreißen. Das war's. Was ist hier los? Geringer Bodenrichtwert. Pech, dann verschwindet aus unserer Stadt. Oder kann ich was dagegen tun? Ich könnte. So, seid ihr jetzt zufriedener? Geht doch. Denn haben wir hier zufällig Parks- und Freizeitmöglichkeiten. Machen wir auch hier mal an im Industriegebiet. Dadurch steigt halt auch ein bisschen der Bodenrichtwert. Auch hier unten. Und das hier noch. Da kriegen wir noch ein bisschen mehr. Die verkaufen das Doppelte an Waren oder produzieren mehr, je nachdem. Und da kriegen wir noch ein bisschen Geld. So, was haben wir hier alles? Verbot, ja, okay, dann müssen wir mal durchschauen. Parks und Freizeitmöglichkeiten. Die anderen nutze ich eigentlich so gut wie nie. Das könnte vielleicht noch helfen. Recycling verringert aber allerdings die Steuereinnahmen etwas. Ich weiß nicht, was etwas ist. Wie viel das ist, keine Ahnung. Hightech-Wohnhäuser ist auch nicht schlecht. Kostet halt 4 Credits pro Gebäude. Das kann unter Umständen echt ins Geld gehen. Oh, hier brennt's. Hat gerade erst angefangen. Ach, da ist die Feuerwehr schon. Wurde natürlich vom Müllwagen aufgehalten. Was ich ein bisschen blöd finde, ist, weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte, wenn eine Feuerwehr, also es brennt, so lichterloh wie hier, und die Feuerwehr kriegt den Auftrag, fahr dahin, löscht das Feuer. Dann ist es so, die kommt angedüst, hält allerdings trotzdem an jeder verkackten Ampel, obwohl sie mit Blaulicht und Sirene unterwegs sind. Weiß nicht, ob das so gewollt ist. Das könnten sie vielleicht nochmal ändern. Ich frage mich, warum 9 Bürger pro Woche mit dem Bus unterwegs sind. Wir haben keinen einzigen Bus, der hier irgendwo unterwegs ist. So, die neue Linie. Guck mal, die ersparen schon mal 28% der Autofahrten. Linie 5, die erste, die wir vorhin gemacht haben. Und die zweite 23%. Bei den anderen... Ja, okay, da steigt es wohl auch ein bisschen. Naja, ja, ein bisschen gleichbleibend und ein bisschen ist es gestiegen. Wie sieht es mit der Bildung aus? Uiuiui, ja, okay, ein bisschen mehr Grundschulen können wir dann doch schon bauen. Zum Beispiel eine hier unten, eine haben wir dort. Wir können ja noch eine zweite irgendwo hinbauen. Beziehungsweise eine dritte in dem Fall. Wie sieht es mit den Oberschulen aus? Da können wir auch noch mal eine bauen. Universität haben wir eine, aber noch eine Grundschule können wir ruhig bauen.
So. Bauen wir sie da oben hin. Wie sieht es denn mit der Sicherheit aus? Sieht gut aus. Da unten, hier drüben, naja, noch, ja. Feuerwehr. Geht so. Das ist übrigens das Ghostbuster Feuerwehrgebäude. Gesundheit. 78%. Ja, ist okay. Passt schon. Das ist okay. Müll. Und wo fahren die Autos alle lang? Fahren auf der Straße auch LKWs? Sieht nicht so aus. Das sieht natürlich auch lustig aus. Finde ich sogar echt super. Also das gefällt mir sogar. Würde sich halt noch nicht so sehr lohnen, wenn ich jetzt hier schon der Autobahn lang ziehe. Ich könnte ja schließlich hier nach lang fahren, da ist noch alles okay. Aber den Verkehr haben wir ja auch schon gebannt. Genau. Hier dürfen schon gar keine großen Fahrzeuge langfahren. Die müssen dann schon hier außen rum. Genau hier zum Beispiel, da kam ein großer LKW an. Okay. Wie viele Touristen haben wir denn eigentlich? Hier steht 65 pro Woche und hier 172. Wow. Nimmt aber auch zu, ne? 2800 haben wir jetzt schon transportmäßig in der U-Bahn unterwegs. Das waren sonst so 2200, 2300. Ist auch schon mehr geworden. Was machen wir hier mit dem Verkehr? Sieht gar nicht so schlimm aus, oder? Das geht. Okay, manche die fahren irgendwie hier hinten rum und dann hier unten und dann hier so. Oder, also entweder von hier nach hier oder von hier nach hier. So sah es gerade zumindest aus. Das ist jetzt halt so eine Stelle, wo man überlegen könnte, einfach mal einen Kreisverkehr hinzubauen, also selber zu bauen. Macht Kreisverkehre den Kreis vom Kreisverkehr mit einer Autobahnstraße und die dann abgehen, ist egal. Nur wenn er den Kreis mit einer Autobahn zieht, dann bekommt der Kreisverkehr keine Ampeln. Wenn er einen Kreisverkehr mit den normalen sechsspurigen zieht, dann entstehen Ampeln, wenn er die Abfahrten baut. So nicht. Hm, könnten wir eigentlich mal machen, oder? Oh mein Gott, ey, wir brauchen noch schon viel Gewerbegebiet im Prinzip noch. Also das Areal hier oben würde ich eigentlich lassen für noch so andere Gebäude, die alles noch so dazukommen. Ach komm, dann geht das da unten nochmal weg, das eine Gebäude. Nicht so schlimm. Hä? Wieso geht die Straße nicht gerade? Doch. Und Wasser, natürlich. Wie sieht es mit der Abwasserentsorgung aus? Ja, ist noch mehr als im grünen Bereich derzeit, wenigstens. So, da bauen wir hier noch Gewerbegebiete hin. Die sind ja mal gern gesehen, die bringen auch schönes Geld. Gut, dass jetzt hier eine Mülldeponie ringsrum ist. Naja, was soll's. Wir können hier oben nochmal eine Feuerwehr hinbauen, sehe ich gerade. Vielleicht keine so schlechte Idee. Hier mal einen Rand. Komm ich da vorbei mit der Straße? Ja. Ja, ich wollte gerade sagen, wieso kein Strom? Hier gibt's doch mehr als genug Strom. Hm, jedenfalls, was wir auch noch machen, wir nehmen mal so ein älteres Gebiet weg. Und ersetzen das mal durch die dicht besiedelten Wohngebiete. Da könnt ihr auch mit Rechtsklick entfernen. Also entweder mit dem Tool oder halt mit Rechtsklick und dann gehen die auch weg. Direkt drüber malen geht nicht. Leider. Obwohl manchmal ist es ganz gut, wenn man aus Versehen mal irgendwo drüber kommt und die Häuser gehen ja dann sehr schnell weg, wie ihr seht. Wenn ich so ein Viertel einfach mal ausradiere, die Gebäude verschwinden sehr schnell. So, nee, da machen wir auch große Wohngebiete draus, das ist besser.
kriegen wir dann viel mehr Einwohner noch und der Platz ist nicht so sehr verschwendet. Das sieht dann auch ganz gut aus. Haben wir denn schon Stufe 5 Wohngebäude? Ne, noch nicht, oder? Stufe 4, Stufe 4,5? Ich weiß gar nicht, wo wir angefangen hatten. Wahrscheinlich hier hinten irgendwo. 4, 4, na, 3,5. Na, okay. Ach, genau, für die Monumente brauchten wir 80.000 Einwohner. Das ist aber schon krass. Also ich war jetzt, bin jetzt seit über 40 Stunden im Prinzip an meiner großen Stadt dran. Vielleicht sogar schon über 50, weiß ich gar nicht genau. Aber es ist auch trotzdem geil, noch die andere Stadt hier zu spielen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, ach nö, jetzt musst du in die andere Stadt fürs Let's Play. Nö, gar nicht, überhaupt nicht. Hätte ich nicht gedacht, wirklich nicht. Dachte dann schon immer, naja, wenn du dann zwei Städte spielst, mal gucken. Nö, ist alles okay. Nach wie vor ein sehr, sehr geiles Spiel. Ah, hier hätten wir vielleicht auch in die Mitte so einen Kreisverkehr bauen können. Scheiße. Ja gut, wir können die Gebäude im Prinzip nochmal wegnehmen. Wir schauen mal, wie es läuft. Hier oben staut sich's wohl auch, oder was? Wir können mal hier anfangen, da müssen wir nicht so viel wegnehmen. Allerdings mache ich das immer nur mit dem Pausenmodus. So, jetzt wirbeln wir hier mal einen hin, wie gesagt, am besten, oder die Autobahn nehmen und dann irgendwie versuchen, einen halbwegs anständigen Kreis zu ziehen. Naja, ist nur wenig eiförmig. Und dann die normalen Dreierstraßen. So, seht ihr das? Und dann entstehen dann hier keine Ampeln. Deswegen können die schön rein- und rausfahren aus dem Kreisverkehr. Das funktioniert allererste Sahne. So. So, und weiter geht's. Und die fahren dann auch direkt drauf. Ach Gott, guckt mal, was hier los ist. Ach, das sieht ja lustig aus. Das sieht ja lustig aus, wie in so einem Kettenkarussell. Kennt das noch jemand? Super Dinger. Bin ich als Kind sehr gerne gefahren. Zoomen wir mal rein. Boah, hier ist was los. Da hinten schön die Industrie zu sehen. An den qualmenden Schornstein. Was? 100? Ach so, ist ja eine Autobahn. Okay, natürlich nicht. Wieso nicht, ne? Mit 100 in den Kreisverkehr. Aber sieht ganz gut aus. Ich denke, das hat sich schon mal bezahlt gemacht. Und dann wäre hier eigentlich so ein großer Kreisverkehr auch nicht schlecht. Aber wie gesagt, da müssten wir viel von der Industrie wegnehmen. Was wir allerdings mal machen können, ruhig noch so ein paar Wohngebäude, Bürogebäude, keine Wohngebäude, entschuldigt, ich meinte Wohngebäude, errichten. Ja, komm, hier ruhig auch noch welche hin. Das ist schon okay. Macht jetzt nichts, können wir ruhig mal bauen. Denn die bringen auch gute Steuereinnahmen. 1200 für Stufe 2 Gebäude. Fast alle Stufe 2 Gebäude von den Bürogebäuden. Stufe 3 dann natürlich nochmal deutlich mehr. Also sieht ganz gut aus. Stromtechnisch können wir ja eigentlich auch mal so eine Solaranlage bauen. Die hier. Das ist halt durch einen Workshop. Die sehen aber beide gleich aus. Da sind bloß diese Behälter anders. Oder? Nee, tatsächlich die gleichen. Ist egal, wir nehmen die Originale. Lasst uns zwei bauen, dann hau das hin. Naja, da haben wir mehr als genug Strom erstmal. Ich habe noch nie ein Atomkraftwerk hier in dem Spiel gebaut. Hat da von euch jemand Erfahrung mit? Es gibt ja bisher keine Katastrophen, deswegen würde ich denken, dass es da keine Probleme gibt mit dem Atomkraftwerk. Alter, was ist denn hier los? Hey, LKW hier? Ich glaube nicht. Weil diese Zone an und für sich gesperrt ist. Genau, Verbot für starkes Verkehrsaufkommen. Vielleicht hat er eine Sondergenehmigung. Sehe ich aber trotzdem nicht gern.
Meine Fresse, was fahren die denn alle hier lang? Liefert Waren da hinten hin. Ja, dann fahr aber auch außen rum. Denn da ist es dir nicht gestattet, lang zu fahren. Schon gar nicht hier in der Touristengegend. Da erweitere ich mal das Gebiet ganz frech. Vielleicht liegt es ja daran. Kreisverkehr kann natürlich frei bleiben. Na, das ist das Coole, das geht die Straßen direkt mit. Diese Zonenbeschränkung. Okay. Ich hoffe, das entschlackt jetzt etwas, dass die mehr hier unten lang fahren, die großen Fahrzeuge. So war es nicht geplant, dass sie dann alle da durchfahren. Das ist halt sehr schwierig. Also auch in meiner großen Stadt gibt es noch so viele Stellen. Das ist echt nicht so einfach, das alles so zu managen. Schon mal gut, wenn die Leute immer mehr mit der Straßenbahn fahren. Ach, ich sag immer Straßenbahn. Straßenbahn wäre, fände ich, noch viel, auch richtig geil, wenn das implementiert wird. Die haben es ja, glaube ich, vor. Es wurde, glaube ich, irgendwann mal gesagt, dass auch Straßenbahn dazukommen. Ob nur durch eine Mod oder was. Jedenfalls, ich meine U-Bahn. Dass die Leute immer mehr mit der U-Bahn fahren, ist schon mal eine super Sache. 3400 mittlerweile. Ja, da klingelt die Kasse schon ganz gut. 7000 zu 7300. Ja, ist okay. Schwankt halt immer bei den Einnahmen sehr. Warum ist hier so viel los? Die wollen natürlich alle die... Na gut, die wohnen hier hinten und arbeiten dort. Haben wir... Daran könnte es eventuell liegen. Das können wir ja mal probieren. Ich baue mal hier unten noch eine Station. Hier noch eine. Hier und hier noch eine. So, ja, das okay. Machen wir dann einfach mal noch eine U-Bahn-Linie, die auch hier hinten ins Gewerbegebiet fährt. Die das halt so hier alles hinten noch so ein bisschen mitnimmt. Mal. Das ist schon das Gewerbegebiet. Nee, warte mal, ganz so war es nicht geplant. Ich wollte die doch anders fahren lassen. Dafür hätte ich ja extra die Haltestellen gebaut. So, kein Problem, wenn die da mal kurz wieder zurückfährt. So, die kann ruhig hier überall halten. Das gleiche machen wir genau nochmal. Allerdings in die andere Richtung.
Ist egal, die fahren wir jetzt hier alle mal ab. Auch wenn die Bahn hin und wieder mal so ein bisschen zickzack fährt, das ist nicht so schlimm, das wird sich schon irgendwie rentieren. Sage ich jetzt einfach mal. So. Halt. Halt. Jetzt. So. Dann gucken wir mal, wie dann nach und nach hoffentlich die Linien anspringen. Das sind dann Linie 7 und 8, die wir gerade erstellt haben. Guck mal, Linie 7 fahren schon 20 Leute mit. Und die Trip Safe, das sind halt diese ersparten Autofahrten. Das ist super, da sehen wir das auch direkt hier. Wunderbar, 35%. Ja gut, das ist jetzt nicht so aussagekräftig. Das wird noch mehr. Guck mal, 10 Straßenbahnen sind auf Linie 8 unterwegs, die wir gerade noch erstellt haben. Na, gucken wir mal, wie sich's macht. Allerdings erst beim nächsten Mal. Die Folge ist vorbei. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.